Serie. Rate einmal mit. Es schafft Leben, aber es ist nicht lebensnotwendig. Manche sagen, sie brauchen es, aber nun ja. Brauchen tust du Luft. Es ist heiß wie Kaffee und scharf wie Wasabi. Es macht Spaß, aber es ist nicht zu spaßen damit. Was meine ich? Falls du es immer noch nicht weißt, hier ein weiterer Hinweis. Es sollte uns nicht peinlich sein, über das zu sprechen, was Gott nicht so peinlich war, zu erschaffen. Intim. So, intim. Super cool. Wem geht schon die Düse ein bisschen? Okay. Ich wollte nur schon mal den Standard, also quasi die Marke abgrenzen, bis wie weit ich gehen kann. Aber okay, ihr habt keine Schamgrenzen. Let's go. So schön, dass du da bist. So schön, dass ihr hier seid. Welch Privileg, im Haus Gottes zu sein, in seiner Kirche zu sein, von ihm zu hören, vom Wort Gottes zu hören, von so wichtigen Themen wie heute, in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen Sexualität. Sexualität. Ich weiß nicht, wer mit dem Wort ein Problem hat. Sex? Nö. Sex. Okay, sehr gut. Ich merke schon, ihr seid im ICF singen. Dadurch seid ihr schon auf viel vorbereitet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hey, wir glauben und ich glaube, dass über die Themen, die die Kirche nicht spricht, kann die Gesellschaft kommen und sie komplett verdrehen. Deshalb denken so viele Leute, Sex ist eklig, Sex ist etwas Perverses, Sex ist schmutzig. Und Gott sagt genau, ja, ich habe es gemacht. Fühlt ihr euch? Wir sagen, nein, da reden wir nicht drüber. Genau deshalb kommt die Gesellschaft und malt ein Bild von dieser wunderschönen Sache Sex, das kein Mensch wirklich versteht. Ich meine, Singles wird gesagt, hab halt einfach keinen. Was du haben darfst, ist ganz viel kalte Dusche. Wenn du Single bist, hab ja keinen Sex. Geh einfach unter die kalte Dusche. Eiswürfel in die Hose rein. Und einfach durchhalten. Hab ja keinen Sex. Oh. Raus. Versuchen Sie bei uns selber Dämonen zu befreien. Raus. Raus! Aber was ist wirklich das Ziel bei Sexualität? Was ist wirklich der Standard? Wie hat sich Gott gewünscht? Wie möchte er, dass wir als Singles, als Ehepaare, als Teenies, als Jugendliche, als Rentner? Manche denken, ja, das Thema Sex hört mit 65 auf. Lass mich mal überraschen. Was denkt Gott darüber? Und ich sagte ganz zu Anfang von den nächsten 4 Wochen einen Satz, Gott denkt gut über Sex. Er hat's gemacht. Er hat's, wer hat's gemacht? Wer hat's erfunden? Gott hat's erfunden. Das heißt, wenn es von Gott kommt, ist es eine gute Sache? Alle Ehepaare sagen mal, aber hallo. Aber hallo. Aber hallo. Hey, wir wollen einfach anschauen, die nächsten Wochen, die werden ein bisschen herausfordernd, aber wer weiß, vielleicht helfen sie dir weiter. Ich glaube, es sind oftmals die herausfordernden Sachen, die dich auch ein Stück weiterbringen. Wenn es dich nicht piekst, juckt es dich nicht. Wenn es dich nicht juckt, bringt es nicht zu Veränderung. Wenn es nicht zu Veränderung bringt, bleibst du, wo du bist. Und das ist nicht das Ziel. Wir haben ein Vision Statement im ICF. Das heißt, wir als Kirche haben die Leidenschaft, dass Menschen, du und ich, Kinder sind übrigens auch Menschen, Rentner sind auch Menschen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Furchtlos leben. Von mir aus könnte der Satz nur furchtlos leben heißen. Und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Das heißt, wir sprechen über die Dinge, bei denen du am liebsten ab und zu in den Sessel rutschen würdest. Und sagen würdest, ouch, okay, das trifft. Genau wie in dieser Serie. Wir haben Themen wie Sex vor der Ehe, Sex in der Ehe. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Und dann haben wir eine Message, das ist dann die letzte, die heißt Ask Anything. Anike und ich werden uns hier
euren Fragen stellen. Und wenn es keine Fragen gibt, wird es eine sehr, sehr kurze Message. Sehr cool. Wenn wir über Pornos reden, wir werden über deine und meine Sexualität reden, aber ganz bestimmt davon, wie sieht es das Wort Gottes? Wer von euch glaubt, dass das Wort Gottes der Standard ist? Nicht irgendeine Meinung, nicht irgendein Denken, nicht irgendein Muster, nicht irgendeine Weltanschauung. Das Wort Gottes ist der Standard. Und lass mich dir etwas verraten. Das Wort Gottes setzt den Standard brutal hoch. Brutal hoch. Und da sind wir schon im Thema, die Message, die ich heute für uns habe, die heißt, behalte deine Unterwäsche an. Eigentlich viel besser wäre, behalte deine Unterhose an. Und ich werde dir nachher erklären, wo das in der Bibel vorkommt. Du wirst staunen. Aber der Standard ist extrem hoch, weil ich meine, ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid. Zu mir hat man in meiner Jugend gesagt, hab keinen Sex. Bis du den Ring am Finger hast, bis du heiratest, das ist der geschützte Rahmen und darin darf man es dann machen. Ja, aber warum? Warum? Was für der Plan Gottes dabei? Was ist so wichtig, um sich aufzubewahren? Das hat man mir nicht erklärt und ich habe es nicht geschafft. Was passiert, wenn du einem jungen Menschen sagst, dieses eine Ding, mach's nicht? Ja, der Lässt, der will schon rausprobieren, warum das denn so gut ist. Wenn meine Eltern mir sagen, es gibt eine Sache, die darfst du nicht machen, dann erklär mir doch bitte, warum. Erklär mir Gottes Bild davon, dass ich es verstehe. Letztendlich, dass du weißt, alles, was in der Bibel steht, steht nicht drin, um dich zu manipulieren, steht nicht drin, um dich zu brechen oder dir etwas zu verwehren, steht drin, um dich zu beschützen, steht drin, um dich heilig werden zu lassen, um dich wertvoll, du bist so wertvoll gemacht und es soll beibehalten werden. Und darum geht es heute auch ein bisschen. Meistens denkt man, okay, das Christentum ist so, der Single, der muss einfach, Jungfräulichkeit ist so das höchste Heiligtum. Wenn man nur schafft, jungfräulich zu sein. Aber weißt du, was ich rausgefunden habe in der Bibel, die Bibel spricht gar nicht so sehr über die Themen wie Dating, Jungfräulichkeit, wie finde ich den Mr. Right, wie finde ich Mrs. Right. Über was die Bibel aber sehr, sehr oft spricht, jetzt halte ich fest, ist Reinheit. Reinheit. So viele Menschen glauben, okay, ich muss einfach schaffen, Jungfrau zu bleiben bis zur Ehe. Kein Sex bis zur Ehe. Der eigentliche Standard, den Gott in der Bibel uns verspricht, der Gott in der Bibel uns vormacht, ist nicht das, sondern Reinheit. Reinheit ist viel mehr als Jungfräulichkeit. Reinheit ist viel mehr als ich bin halt nicht pornoabhängig. Reinheit ist viel mehr, ich habe halt keine Dates. Kann sein, du hast keine Dates und verkaufst es als große Heiligkeit. Kann aber auch sein, keiner will ich daten. So viele Christen laufen rum und sagen, ja, kein Sex vor der Ehe ist für mich gar kein Ding. Ja, wahrscheinlich will keiner mit dir schlafen. Jungfräulichkeit sagt nichts über deine Heiligkeit hinaus. Reinheit, sehr wohl. Und Reinheit ist etwas, was wir uns heute anschauen möchten. Reinheit ist so viel mehr, weil du kannst jungfräulich leben, aber dein Herz total pervertiert sein. Das funktioniert. Das geht. Das funktioniert. Und deshalb bin ich so cool, finde ich es so stark, weil Reinheit betrifft jeden Menschen ab einem gewissen Alter. Reinheit betrifft ein Teenie. Reinheit betrifft einen Jugendlichen. Reinheit betrifft Singles, Ehepaare. Reinheit betrifft Rentner, Geschiedene. Reinheit betrifft dich und mich. Es betrifft jeden, die in diesem Raum. Die Kids sind nicht hier, die sind da oben. Die haben andere Themen. Da müssen wir dieses Thema nicht wecken bei Kindern, wenn sie zu klein sind. Aber ab einem gewissen Alter ist Reinheit der Maßstab für dich und mich. Und was ist Reinheit? Das wollen wir uns anschauen. Lass mal in die Bibel schauen. Reinheit ist der Wille Gottes für dich und für mich, ist, dass wir rein leben. Weil da geht es um unser Herz. Da geht es nicht um das, was wir tun oder das, was wir sein möchten oder um Regeln oder um Prinzipien oder kulturelle Traditionen oder was man darf und was nicht darf. Bei Reinheit, da geht es ums Herz. Da geht es um diese Orte bei dir in deinem Herz, die keiner sieht. Seid ihr bei mir? Schon ein bisschen, sind wir tief eingestiegen oder fliegen wir schon?
Sehr cool. Lass mal in die Bibel schauen. Psalm 24, Vers 3 bis 5. Wer hat eine Bibel dabei? Hammer, Church. Drei Bibeln. Revival! Psalm 24, 3 bis 5. Psalm 24, Vers 3 bis 5. Da steht, wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer an seine heilige Stätte treten? Also direkt vor sein Angesicht. Wer reine Hände hat und ein lauteres Herz. Wer nicht auf Nichtiges seinen Sinn richtet und nicht falsch schwört. Der wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von Gott seiner Hilfe. Jeder sagt mal kurz reine Hände. Und dann winkt mal kurz zu. Mit beiden Händen. Ihr habt zwei Hände. Okay, ja, reine Hände. Alle haben gewunken. Okay. Reine Hände, die Bibel spricht von, wer reine Hände und ein lauteres Herz. Lauter ist ein alter Begriff für eigentlich auch rein. Also reine Hände und ein reines Herz hat. Wer reine Hände und ein reines Herz hat. Reine Hände kann man sehen. Kennt ihr das, wenn man im Worship so dasteht? Reine Hände, die kann man sehen. Ich habe meine Hände gewaschen. Reine Hände steht für die Dinge, die ich tue, für meine Arbeit. Und die, oder Dinge, die ich nicht tue. Dinge, die jeder sehen kann. Reine Hände. Das heißt, man kann sehen, ob du viele Dates hast. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber man kriegt es mit. Ihr jungen Leute. Man kann sehen, es gibt Dinge, die kann man sehen. Man kann sehen, ob du auf der Suche bist oder nicht. Vielleicht denkst du es nicht, aber man kann es sehen. Reine Hände. Reine Hände. Und die Bibel bleibt da aber nicht stehen. Sie sagt, reine Hände sind super. Reine Taten, ein reines Leben. Also ich tue nichts Verbotenes. Keine Pornografie, keine Abhängigkeiten. Ich gehe nicht an Orte und bla bla bla. Ich date nicht jeden. Ich hüpfe nicht mit jedem ins Bett. Reine Hände, Taten. Taten. Wer reine Hände hat, da bleibt die Bibel nicht stehen. Sie sagt auch, und, sag mal und, ein reines Herz. Und da kommt das Problem rein. Weil das Herz kann man nicht sehen. So oft bewerten wir die Heiligkeit von Menschen, von Christen, anhand ihrer reinen Hände. Jesus, we love you. Aber mein Herz ist total pervertiert for you. Und vielleicht postest du die krassesten Stories, die krassesten Bibelverse auf Instagram. Kurz nachdem du mit 5 Jungs parallel schreibst. Vielleicht postest du krasse Bibelstellen oder Sprüche oder repostest erst was und kurz danach hast du Gedanken, warum es eigentlich schlecht ist, nicht mit jedem zu schlafen oder mit dieser einen Person oder vielleicht nachzugeben. Es geht um dein Herz. Reinheit ist ein Herzproblem. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, wenn man, bei uns ist es so, bei euch sicher nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen könntest, Alessio, wir kommen so in 15 Minuten bei euch daheim. Wir kommen zu Besuch. 15 Minuten sind wir da. Dann würde ich auflegen. Ich würde reinrennen. Würde meine 5 Kinder mobilisieren. Auch die Kleinen. Alle machen mit. Freunde, Briefing. Wir haben 15 Minuten Zeit, die Bude aufzuräumen. Und mit Gott ist nichts unmöglich. Da würde sich jeder... Jeder würde sich 3, 4 Sachen schnappen. Wo ist denn hier die Öffnung? Auf jeden Fall so runterschieben, den Vorhang dahinter, damit es so aussieht, als wäre es sauber. Reinheit ist das, was hinterm Vorhang ist. Rein oder hinterm Sofa oder unterm Teppich oder hinterm Sofa oder in unserem Fall ganz oft Stoff für die Sachen ins Schlafzimmer. You know, verstehst du? Schlafzimmer. The dirty room. Reinheit ist das, was hinterm Vorhang ist. Und es zeigen wir nicht gern. Und dieses Problem nennt sich Scham. Scham, was haben wir zu Anfang gesagt? Über diese Themen, wo die Kirche schweigt, kann die Gesellschaft kommen und es völlig verdrehen. Und dann traust du dich nicht mehr zu reden. Ehepaare reden nicht viel über Sex, mehr über Geld, mehr über Kindererziehung. Mehr über irgendwelche anderen komischen Dinge. Aber das Wichtigste, was Gott in die Ehe gegeben hat, dass Mann und Frau eins werden, geistlich miteinander kämpfen. Sex ist ein, entweder man hat es oder man hat es nicht.
Sex ist geistlicher Kampf. Hast du es gewusst? Und wenn du als Ehepartner nicht gemeinsam kämpft, fängt es zwangsläufig an, dass ihr euch gegeneinander richtet. Und dann kommt es, hey Schatz, wir müssen mal wieder reden. Ihr müsst mal wieder ins Bett. Amen. Die Singles alle, Amen. Und die Preach it, Bro. Und die Ehepaare, ach du Scheiße. Gott möchte, ihr Ehepaare, Gott möchte, dass ihr guten Sex habt. Wir haben noch 4 Wochen Zeit, keine Sorge, ihr werdet schon noch überzeugt. Reine Hände also, ja, Dinge, Werke, Taten, die jeder sehen kann. Date ist keine Jungs, date ist keine Mädels, du läufst deinen Weg, straight with the Lord. Aber dein Internetverlauf ist voller Perversion. Das ist genau das. Reine Hände, kein reines Herz. Reines Herz sind Dinge, von denen, Reinheit bedeutet Dinge in deinem Herz, von denen nur du und Gott was weißt. Weißt du, was ich jungen Menschen immer sage, wenn die fragen würden, was darf man eigentlich? Ich sage, stell dir vor, Jesus wäre dabei. Stell dir vor, Jesus wäre dabei. Höchstpersönlich, weil das ist er. Kannst du das eine Ding, was du tust, abends, wenn du die Rolle hin runter machst und alleine zu Hause bist, ab 22 Uhr, habt ihr gewusst, die meisten Fremdgeher-Affären, die passieren nachts, wenn die Sonne untergegangen ist. Kommen wir später noch dazu, zeige ich euch im Wort Gottes. Diese eine Sache, kannst du die tun, wenn Jesus dabei ist? Wenn nicht, brauchst du nicht fragen, wie weit darf ich gehen? Matthäus 5, Vers 8, ein unglaublicher Vers. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn, sag mal denn, denn sie werden Gott schauen. Vielleicht, vielleicht weißt du nicht, was Gottes Gegenwart bedeutet oder ihm zu begegnen. Diese Sachen, die wir immer wieder sprechen im ICF. Jesus begegnen, Gott begegnen. Vielleicht weißt du gar nicht, was es ist, weil dein Herz nicht rein ist. Die Bibel sagt ganz sagt, selig, glückselig, die reinen Herzen sind, die nichts zu verstecken haben, die reinen Tisch haben, die wirklich nichts zu verbergen haben, denn sie werden Gott schauen. Und damit heißt es nicht, dass da steht nicht, die keine Sünden haben. Das wird nicht funktionieren. Aber die reinen Herzen sind, was bedeutet es? Denk dran, Jesus sagt nicht reine Hände hier, er sagt nicht reine Taten, er spricht von einem reinen Herzen. Jesus sagt auch nicht, die mit der Ehe mit dem Sex bis zur Ehe warten, werden Gott sehen. Er sagt, die reinen Herzens sind. Das ist der Maßstab, Freunde. Der Maßstab ist Heiligkeit. Auf dieser Suche bist du oder solltest du und ich sein, auf der Suche nach Heiligkeit. Gerecht gesprochen sind wir. Und jetzt geht es um die Heiligkeit. Wie kann ich meinen Weg so laufen, geradeaus mit dem Herrn? Er mir voraus und ich nicht nach links und nach rechts. Jesus geht hier einen Schritt weiter, reines Herz. Daraus resultieren automatisch reine Hände, reine Taten, aber nicht umgekehrt. Okay. Schlag mal mit mir auf, 2. Mose, das ist cool. 2. Mose 28, 42 bis 43. 2. Mose 28, aber wir haben es ja auch hier, ich muss gar nicht so oft wiederholen. 42 bis 43. Daher habe ich den Titel, jetzt aufgepasst. Mach ihnen auch leinene Beinkleider, die von der Hüfte bis zu den Oberschenkeln reichen, damit sie unter ihren Gewändern nicht nackt sind. Diese sollen sie immer tragen, wenn sie das Heiligtum betreten oder sich dem Altar davor nähern, um ihren Dienst auszuüben. So werden sie keine Schuld auf sich laden und nicht sterben. Diese Anordnung gilt für Aaron und seine Nachkommen, bis Jesus wiederkommt. Oder? Oder was steht da? Für alle Zeiten. Ah, okay. Also auch ein Neues Testament? Oder? Ich weiß nicht genau. Sagt ihr es mir? Bis Jesus wiederkommt? Bis Himmelfahrt? Bis Pfingsten? Immer!
für alle Zeiten bedeutet auf Griechisch für alle Zeiten. Oder auf Hebräisch. Für alle Zeiten, immer, immer. Was hier der Befehl lautet, ist eigentlich, wenn die vor mir, vor mein Angesicht kommen und den Dienst ausüben, die müssen Boxershorts anhaben. Die müssen Unterwäsche anhaben. Jetzt schau mal hier, von der Hüfte bis zu den Oberschenkeln. Boxershorts. Warum? Warum sagt Gott nicht nur, okay, die Obergewänder reichen aus? Weil metaphorisch gesprochen ist das, was du über dir trägst, super wichtig für euch. Für Gott ist das, was du unter dir trägst, die Unterwäsche, unten drunter, das, was keiner sieht, das Matchentscheidende. Verstehst du? Das, was in deinem Herz ist. Mehr als alles andere, ihr lieben jungen Leute, mehr als alles, mehr als alles, mehr als alles, mehr als dein Instagram-Account, mehr als dein Facebook-Status, mehr als dein Bankkonto, mehr als alles. Behüte dein Herz. Behüte dein Herz. Und wenn es heißt, bei 30 Grad einen Rollkragenpulli anzuziehen, behüte dein Herz. Und wenn es heißt, einen Monat lang kein Instagram, behüte dein Herz. Oder deinen Instagram-Account zu löschen. Glaub mir, es gibt Generationen, ich weiß nicht, ob du es glaubst, die kamen ohne Instagram klar. Das gibt's unvorstellbar. Das gibt's. Unterwäsche ist die Wäsche unter der Wäsche, die man nicht sieht. Und darum geht's Gott. Nicht um das, was du oberflächlich tunst oder vorgibst zu sein, sondern das, was wirklich drin ist. Das, was wirklich in deinem Herz ist. Denn daraus entfließt das Leben. Warum sollst du dein Herz denn bewahren? Denn daraus entsteht das Leben. Und vielleicht hast du kein Leben, weil dein Herz eventuell nicht rein ist. Weil du dein Herz eventuell schon längst verschenkt hast. Vielleicht, weil es zerstückelt ist in kleine Stückchen, weil du schon mit 15 Jungs geschlafen hast oder mit 15 Mädchen geschlafen hast. Und jetzt ist dein Herz so verteilt, du bist nicht mal mehr du selbst. Hast nicht mal mehr das richtige Leben, sondern ständig denkst du nur, wie wäre es eigentlich mit dem und wie wäre es eigentlich der Nächste? Das ist nicht das Leben. Gott sei Dank haben wir Gnade und du kannst zu umkehren und du kannst die Hilfe suchen. Du kannst es reparieren lassen. Unser Gott ist ein großer Reparierer. Der ist ein Erneuerer, der ist ein Wiederhersteller. Gott sei Dank, aber ich will dir aufzeigen heute, dass es dramatisch ist. Das ist dramatisch, das ist kein Spielchen. Das ist kein, komm, ich verschenk mal ein bisschen mein Herz. Das ist dann weg. Das ist dann weg. Und du wachst vielleicht auf und stellst dir vor, also dieses Leben habe ich mir nicht gewünscht. Dein Leben ist ein Resultat deiner Entscheidungen. Nichts anderes. Und deshalb müssen wir aware sein, müssen wir aufmerksam sein, was wir tun, was wir sind, wer zu wem wir werden. Was passiert in deinem Herzen unter all dem schönen, christlichen, frommen Blicken? Was passiert da drin? Jetzt gerade, nachher, heute Abend, wenn die Sonne untergeht, was passiert hier drin? Welche Sehnsucht kommt da heraus? Was ist mit dir, wenn du ein Instagram-Bild, the Lord is with me all time. Was passiert, wenn du mal 2 Wochen nicht drauf guckst, wer es liked? Probier das aus. Wenn du Instagram hast und du post täglich, poste bitte ein Bild und schau 2 Wochen nicht drauf, wer es liked. Und sag mir dann, du bist frei. Probier's aus. Und dann sag mir, nein, Instagram habe ich im Griff. Wir gehen weiter. Was du Reinheit bedeutet, dass du dich um dein privates, inneres Gedanken- und Gefühlsleben kümmerst, es aufräumst, es heilen lässt, nicht nur aus dem Weg räumst, wie wir beim Besuch. Aber weg damit. Na, frage dich doch, warum hast du diese Bedürfnisse? Warum hast du ständig diese Gedanken? Eine gesunde Sexualität, liebe Freunde, das ist gut. Ich sage nicht, trainier es dir weg. Weil wenn du als junger Mensch gesagt bekommst, trainierst dir weg, das ist schmutzig, gehst du genau mit diesem Training in die Ehe rein und es funktioniert nicht.
Aber es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, wie wir unseren Weg unsträflich gehen können. In Reinheit. Was bedeutet es, in Reinheit zu laufen? Ich will dir ein paar Punkte geben. 2. Timotheus 2, Vers 22. Ganz, ganz einfach. 2, 2, 2. 2, 4 mal 2. 2. Timotheus 2, Vers 22. Kannst du ganz leicht auswendig lernen. Wenn dich einer fragt, du, wo geht's in der Bibel eigentlich um Reinheit? 2. Timotheus 2, Vers 22. Oder ganz schnell 2. Timotheus 2, Vers 22. Flieh die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allem, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Ich liebe diesen Vers, weil er betont zwei ganz klare Dinge, die du tun sollst. Punkt 1 ist, sag mal, flieh. Flieh. Und das zweite ist, jage nach. Sind das aktive Wörter, die wir aktiv tun sollen? Steht da irgendwo, betet, flieh und jage nach. Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Das ist Church, das ist Small Group. Das ist mein erster Tipp, wie kannst du rein leben? Gemeinschaft. Ehrliche, authentische Gemeinschaft mit Menschen, die reinen Herzens sind. Oder zumindest, die es wollen. Und dann tauschst du dich aus, Männer Small Group. Unsere Männer Small Group. Ich hätte Bilder machen müssen. Oder auch nicht. Die Schamgrenze bei uns in der Männer-Small Group ist sehr weit unten. Aber dadurch haben wir Möglichkeit, über viele Dinge zu sprechen. Viele Dinge, die uns beschäftigen. Viele Dinge, die nicht funktionieren. Die zu gut funktionieren. Whatever. Über viele Dinge. Und das andere ist, jage aber nach. Jage der Reinheit eigentlich nach. Jagen ist etwas Aktives. Ist etwa, habt ihr schon mal einen Jäger gesehen, der so im Wald mit der Flinte umhergespaziert ist? Und jemand kam und hat gefragt, was machst du denn hier? Keine Ahnung, kann ja sein, ich treffe was. Und warum? Ja, ich habe Hunger. Heute Abend muss meine Familie essen. Kann sein, ich laufe so und während ich laufe, trete ich auf einen Hasen drauf. Ganz zufällig. Und dann haben wir Fleisch. Jagen ist etwas Aktives. Es bedeutet Training. Es bedeutet, du machst dich auf den Weg. Du lernst dein Umfeld kennen. Jage nach. Es ist etwas Andauerndes. In Reinheit zu laufen, bedeutet nicht, ich steuere auf einen Punkt zu, den ich dann irgendwann mal erreicht habe. Vielleicht sobald ich nicht mehr Pornos abhängig bin. Dann ist der Punkt, da bin ich rein. Dann kommt wieder das Nächste. In Reinheit zu laufen bedeutet, ich bin fortlaufend daran interessiert, in Reinheit zu laufen. Fortlaufend. Das ist nicht ein Punkt, den ich irgendwann erreicht habe. Oh, cool. Ja, jetzt bin ich rein. Sobald du deinen nächsten Schritt tust, bist du schon nicht mehr rein. Reinheit ist andauernd. Ist nicht ein Goal, ist nicht ein Ziel. Der Weg ist das Ziel. Andauernd nachzujagen. Reinheit bedeutet, oh, ich liebe das. Reinheit bedeutet, ich folge Jesus nach. Ich schaue nicht nach links, ich schaue nicht nach rechts, ich folge Jesus nach. Und während du nachjagst, das ist so gut, während du Jesus nachjagst mit allem, was du bist und hast und tust, wirst du immer reiner. Während du Jesus nachjagst, wirst du immer reiner. Wenn du verstehst, dass es kein alter Prophet, das nicht irgendwas Kulturelles, nein, dieser Jesus lebt und jeden Tag will er Beziehung mit mir und führt mich auf rechter Straße und führt mich zu meiner Versorgung und bringt mich zum Ziel, dann muss ich nichts anderes machen, als diesem Jesus zu folgen. Und auf dem Weg werde ich immer reiner. Ich vergesse alles um mich herum. Und ich werde immer reiner. Wieder reiner. Reinheit ist kein Punkt, haben wir das? Reinheit ist kein Punkt, den du erreichst. Reinheit ist nachzufolgen, Jesus nachzufolgen. Der personifizierten Reinheit nachzufolgen. Schau mal, 1. Samuel 15, Vers 11, als Saul aufgehört hat, in Berufung zu laufen, sagt Gott dir, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt, nicht nachgefolgt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Saul und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Er wandte sich ab. Er hat aufgehört, und du weißt, was Saul dann alles getan hat. Er hat aufgehört, Jesus nachzujagen.
Er wurde passiv. Jetzt bin ich doch König. Was brauche ich noch Jesus noch? Jetzt habe ich doch den Job, für den ich jahrelang gebetet habe. Jetzt habe ich doch das Kind, für das ich jahrelang gebetet habe. Jetzt bin ich doch heil geworden. Jetzt bin ich doch gesund geworden. Jetzt habe ich doch das. Jetzt brauche ich doch Jesus nicht mehr. Jesus ist kein Geldautomat, wo du drückst, 5 Gebete sprichst und dann das bekommst, was du möchtest. Versuch mal, so eine Beziehung zu führen mit einer echten Person. Mit deiner Frau. Du wirst kläglich scheitern. Saul hörte auf, nachzujagen. Er dachte, er wäre angekommen. Und irgendwie ist es so, Philipp, möchtest du mir mal folgen? Lauf mal einfach mir hinterher. Das ist mega Nachfolge, du denkst, ist mega schwierig. Du musst mal schauen, Nachfolge ist ganz einfach. Komm, Philipp. Nachfolge ist super. Und Philipp, während wir jetzt hier durchlaufen, du guckst einfach nur mich an und läufst mir hinterher. Du musst nicht auf der Suche nach einem Job sein. Wir werden es schon einfach nur nachfolgen. Bloß nicht hinsitzen. Ich weiß, die Stühle sind verlockend. Ja, nicht hinsitzen, Philipp. Einfach folgen. Okay, jetzt sitze ich mal hier kurz hin. Einfach als Bild. So. Das bedeutet, unrein zu sein. Sich abzuwenden. Hinzusitzen. Passiv zu sein. Nicht mehr nachzujagen. Nicht mehr nachzufolgen. Denken, das war doch jetzt genug. Ich kenne jetzt Jesus. Hey Mann, ich bin 2 Runden mit ihm gelaufen. Ich kann mich jetzt hinsitzen. Jetzt bin ich Christ. Jetzt bin ich Teil dieses Clubs. Wie so eine Narrenzunft. Weißt du, ich bin jetzt Teil davon. Jetzt brauche ich nichts mehr. Das ist der Punkt, an dem du anfängst, besiegt zu werden. Das ist der Punkt, an dem du anfängst, unrein zu werden. Dein Herz. Vielen Dank, Philipp. Du darfst dich gerne wieder runtersetzen. Also wir haben nachjagen, Jesus folgen, mit allem, was du hast, bist, tust, denkst, alles, ihn an erste Stelle zu setzen und keine Kompromisse zu schließen. Weißt du, für alle Singles, weißt du, es gibt nichts, glaubt mir, wenn ihr mir eins glaubt, müsst ihr nicht alles glauben, nur der Bibel. Aber wenn ihr mir eins glaubt, es gibt nichts Attraktiveres. Irgendwie sitzen die Singles mehr links hier, gell? Oder die jungen Menschen. Alle Singles hier? Ihr 2 nicht. Aber es ist schon ein kleines Ballungsgebiet. Es gibt nichts Attraktiveres für einen Menschen, als komplett in seiner Berufung und in Nachfolge zu leben. Wenn du einen anderen Menschen wirklich siehst und denkst, wow, der läuft sein Leben mit Jesus und macht all in. Wie du aussiehst, ist völlig zweitrangig. Was du anhast, oh my goodness, ist völlig zweitrangig. Wenn du auf der Suche bist nach einem Partner oder Partnerin, lauf kompromisslos mit Jesus. Lauf kompromisslos mit Jesus. Das ist die höchste Anziehungskraft für den Partner. Das Höchste, was es gibt. Das heißt, bist du gerade Single, hast du gerade keinen Ehepartner, gib alles, du hast den ganzen Tag Zeit. Weißt du, so viele Leute, Generation Z, oh, ich liebe euch, ist so, ich brauche so ein bisschen Freizeit ab und zu. Weißt du, Freizeit ist ganz Teufelszeit. Freizeit, wenn du sagst, ich muss Netflix und chill. Und einfach ein bisschen chillen heute Abend. Das Studium ist so krass stressig. Ich habe eine Hausarbeit zu schreiben. Und die muss in 3 Monaten fertig sein. Und die letzten 4 Tage war ich kaum, nicht einmal bei Starbucks. Freie Zeit zu sagen, wenn ich da, bei Ehepaaren ist es schon so, wo ich denke, oh mein Gott, ist so, ich brauche heute Abend mal wieder einen freien Abend. Lass mal die Bibel gucken. Ich werde dir was zeigen. Aber zuerst noch hier, habe ich mir aufgeschrieben, ist mega wichtig. Reinheit ist die Frucht deiner Nachfolge. Die meisten Leute leben ein sexuell unreines Leben. Nicht aufgrund ihren schlechten Entscheidungen, sondern einfach, weil sie nicht folgen. Einfach, weil sie sich hingesetzt haben. Okay, gehen wir mal weiter zu dem Punkt fliehen. Oder beziehungsweise genau, fliehen, ja. Weißt du, was in der Bibel nicht irgendwo steht, dass du gegen die Lust kämpfen sollst oder sie austreiben sollst den Teufel besiegen.
sollst gegen ihn kämpfen, gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Ja, gegen deine eigene Lust kannst du nicht kämpfen. Warum? Wir kommen gerade aus der Serie Neuer Mensch, weil sie in dir ist. Das bedeutet, du musst einen Weg finden, wie du da rauskommst. Und die Bibel zeigt es uns, flieh, renn weg, nimm die Beine in die Hand und renn. Ja, hat man nie gerne die Bibel. Normalerweise müssen wir immer austreiben und dagegen und beten und kämpfen. Und das ganz oft richtig. Aber bei sexueller Begierde, bei Unmoral, bei Unreinheit, bei sexuellen Entscheidungen, die ich treffe oder vielleicht nicht treffe, ist ganz oft einfach Augen zu und renn weg. Renn von dieser Situation weg. Wir sehen in der Bibel dieses Josef und Potiphar-Dings, oder? Josef, sein fürchtet den Herrn, läuft sein ganzes Leben, scheitert und dann nimmt Gott ihn und setzt ihn wieder an eine höhere Stelle und dann kommt Potiphars Frau, die hat nicht mal einen Namen, die heißt Potiphars Frau, die Arme. Und die schaut jeden Tag Josef an, diesen schönen, gut aussehenden, echten Nachfolger Jesu. Das ist anziehend. Und will mit ihm schlafen. Und Josef dreht sich um und sagt, ich muss für dich beten. Komm her. Ich bete für dich. Oh, du armes Ding. Komm her. Ich weiß, du hast die Liebe des Vaters nie gespürt. Komm, ich zeig dir mal, wie das ist. Oder hat er auch nicht gesagt, hey, Potiphas Frau, weiche im Namen Jesu. Josef hat seinen Mantel weggerissen und ist weggerannt. Der ist geflohen. Der ist einfach geflohen. Flieh die Begierden der Jugend. Was bedeutet es also für dich? Wo musst du in deinem Leben fliehen? Wo musst du Dinge sagen, goodbye? Kann sein, dass du auf deiner Arbeitsstelle eine Sekretärin hast, die immer zu kurzen Rock anhat. Und jeden Tag, wenn du da auf die Arbeit gehst, kannst du nicht anders, als dahin zu glotzen. Dann flieh. Kündige noch morgen deinen Arbeitsplatz. Kündige, so viele Jobs gibt's. Du hast nicht verstanden. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Oder geh zu der Sekretärin und sag, in Jesu Namen ziehst du morgen einen Rollkragenpulli an. Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Hinter mich, Teufel! Flieh die Begierden deiner Jugend. Und wenn dein nicht, Matthäus 5, Vers 33, und wenn dich deine Hand, auch wenn es deine kräftigere Hand ist, zum Busen verführt, hack sie ab und wirf sie weg. Besser du fliehst dein Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Was oder wen in deinem Leben oder beziehungsweise vor wem oder vor was in deinem Leben musst du fliehen? Vielleicht ist es, hier sind Leute drin, ich sag dir, ich garantiere es dir, für dich wäre es besser, Instagram zu löschen. Für dich wäre es besser, TikTok zu löschen, dem Ganzen zu entfliehen. Mehr als alles andere. Behüte was? Dein Herz. Warum? Von ihm geht's Leben aus. Mehr als alles andere. Behüte dein Herz. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst von David. In der Bibel liest du, dass das ist mega krass. David ist König, ist das Ziel erreicht, oder? Ich bin König, es gibt ein Höheres. Und du liest in der Bibel, es war die Zeit, in der die Könige in ihren Krieg fuhren. Und David schlief den ganzen Tag. Freie Zeit. Was hat denn der Nacht davor gemacht? Netflix? Wollte ich unbedingt die Serie zu Ende gucken? Er schlief, er ist König und schläft den ganzen Tag. Und abends wacht er auf und dann geht die Misere los. Und er sieht Bathseba. Langeweile ist ein Magnet für den Teufel. Du solltest als Nachfolger, als Jünger Jesu, sollte Langeweile für dich ein Fremdwort sein. Alle wollen immer Free Time, Freizeit, Hobbys. Daheim ein bisschen rumsitzen, dann muss man halt mal wieder klarkommen mit deinen Gedanken. Diese Zeit ist so gefährlich.
du bist berufen. Auch als Ehepartner, auch als Eheleute, du bist berufen. Deine Berufung hört nicht auf bei der Hochzeit. Deine Berufung hört noch nicht mehr auf bei der Rente mit 65. Deine Nachfolge hört da nicht auf. Deine Nachfolge hört dann auf, wenn du deinen letzten Atem lebst, hier auf der Erde, und dann den siehst, den du nachgefolgt bist. Davor hast du einen Job zu tun. 6 Tage sollst du arbeiten. 1 Tag sollst du ruhen. Was ist daran schwer zu verstehen? 1 Tag mach Sabbat, mach Ruhe. Aber nicht mal Ruhe bedeutet chillen. Nicht mal der Sabbat bedeutet chillen. Der Sabbat bedeutet, wow, ich erkenne die Größe Gottes. Und die füllt mein Leben, meinen Lebenstank neu. David hat nicht geschafft, es zu fliehen. Schläft den ganzen Tag wie ein königlicher Hartz-IV-Empfänger. Er hätte im Krieg sein müssen. Hier sind Leute heute Morgen drin. Für dich ist es jetzt dran, Dinge aus deinem Leben abzukatten. Ich habe in der Vision Time vorhin gesagt, 4 Frösche sitzen am Ufer. 3 wollen ins Wasser springen. Wie viele Frösche sitzen am Ufer? 4. Weil es alleine wollen, juckt niemand. Das Vollbringen ist schon was Cooles. Dieses Ding, wenn du sagst, ja stimmt, ich sollte das mal angehen, dieses Herzproblem. Ich sollte das mal angehen, warum ich ständig auf der Suche bin nach Jungs. Ich sollte das mal angehen, warum ich ständig Gedanken habe über Sex. Ich sollte das mal angehen, liebe Ehepaare, warum wir seit Monaten keinen Sex haben. Ich sollte das mal angehen. Vom Sollten wird keiner rein. Vom Nachjagen, vom echten Nachfolgen. Setzt euch zusammen, holt euch Hilfe, geht in Gemeinschaft, redet mit Paaren. Hey, wie ist es denn bei euch? Na gut, wir sind ja auch schon ein bisschen älter, aber hey, die Sexualität ist da. Die geht nicht weg. Kannst du verbuddeln und vergraben. Und letztendlich geht es um die Reinheit. Liebe Singles, oder eigentlich alle, warum sind wir einfach nicht so krass beschäftigt am Nachfolgen? So crazy on Tour mit Jesus. So Hammer am Abgehen mit Jesus. So intensiv mit ihm das Leben leben, dass wir gar keine Zeit haben, in Unreinheit zu fallen. Warum gibst du dich nicht auf die Suche nach deiner Berufung, die so viel mehr ist als dein Job? Du hast einen Plan, der noch vor dir liegt. Und wenn du den gehst, gibst du dem Teufel gar keinen Raum, dich zu pervertieren. Du hast gar keine Zeit. Und wenn der Teufel dann kommt, sagst du, oh, sorry, Devil. Heute geht's nicht. Genau das, was du zu Gebetsmeeting sagst. Und zu Small Groups. Und zu Diensten in der Church. Und zur Gemeinschaft. Und zum Fasten. Genau dieselbe Antwort sagst du mit dem Teufel. Ahoi, ich würde so gern dabei sein, Teufel, heute beim Fremdgehen. Aber ich kann nicht. Keine Zeit. Ich muss Jesus nachfolgen. Ich kann es mir nicht mehr leisten. Es kann sein, du bist zusammen mit einem Freund, der Jesus nicht kennt. Soll ich dir was sagen? Flieh. Flieh, bevor es zu spät ist. Kann sein, du hast eine Freundin, die Jesus nicht liebt. Wenn du von ganzem Herzen Jesus liebst, bete für sie und dann flieh. Von mir aus faste und dann flieh. Wenn Instagram dir zu sehr Kopfschmerzen bereitet, wer dein Bild liked oder wer nicht, flieh. App deinstallieren, du kannst mir dein Handy geben, ich mach's für dich, gar kein Stress. Morgen, ich garantiere dir, du stehst auf, die Welt lebt. Du lebst gesünder als jemals zuvor. Kann sein, deine Arbeitsstelle. Eins noch, liebe Ehepaare, dein Ehepartner kannst du nicht fliehen. Nicht, dass ich morgen E-Mails bekomme, ja, ich habe mir jetzt überlegt, du hattest mit dem Fliehen das gesprochen. Ich meine, wir sind jetzt auch 12 Jahre verheiratet. Ich dachte, es wäre schon mal die Zeit zu fliehen. No, no. Lass uns mal gemeinsam aufstehen, Freunde.
Ich hab einen Wunsch für uns, wirklich, einen Wunsch. Dass wir dem Teufel einfach keine Macht geben in unserem Leben. Einfach keine Sekunde Zeit geben in unserem Leben. Der ist nicht mal ein Gedanke wert. Der ist nicht mal eine Richtung wert, nicht mal zu überlegen wert. Du hast einen Jesus, der dich kostbar geschaffen hat. Deshalb sagt er dir auch, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn davon geht's Leben aus. Was er eigentlich sagt, ist, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Weil ich bin für dein Herz gestorben. Und wenn du es wegschmeißt, als wäre es Dreck, bedeutet das, Jesus ist fürs Dreck gestorben. Du bist wertvoll. Du bist wundervoll. Verschenk's nicht. Verschenk's nicht. Das ist das, was wir unseren Jungs sagen, die hier vor der Pubertät stehen. Wir sagen, Leute, ihr müsst euch nicht auf die Suche machen nach Mädels. Die werden euch eines Tages umzingeln. Ihr könnt sie euch aussuchen. Also eine. Warum? Weil wir sie so erziehen, dass es die krassesten Männer Gottes aller Zeiten werden. Weil wir ihnen Zuversicht und Identität in ihr Leben sprechen, dass sie nichts umhaut. Mann, wer will denn schon einen Partner, der die ganze Zeit am Jammern ist übers Leben? Geh deinen Weg. Mit Jesus. Hey, ich möchte was Mutiges machen. Erste Message in der Serie, wen juckt's? Schließ mal alle die Augen. Weißt du, es geht hierbei um dich. Schließ mal alle die Augen. Bitte, macht mal alle mit, alle die Augen schließen. Einfach, dass wir einen Rahmen haben, wo keiner... So, was du jetzt verstehen musst, ist, in diesem Raum gibt es nur dich und Gott. Es gibt nur dich und Gott. Statistiken besagen, dass 9 von 10 Männern mit Pornografie strugglen. Das heißt, du bist nicht allein. Der Teufel will dir einreden, du bist allein. Bist nicht allein. Ich möchte jetzt, dass du in dein Herz schaust. Ganz tief in dein Herz. In diese eine Sache, die du noch nie einem Menschen erzählt hast. Die dich aber so sehr quält, dass du eigentlich gar kein Leben hast. Oder nicht mal das Leben lebst, zu das du berufen bist. Und ich gebe dir 10 Sekunden Zeit, einfach dein Herz zu schauen. Und dann will ich dich fragen und aufrufen für ein Leben in echter Reinheit. Diesem Leben nachzujagen, das Gott für dich vorbereitet hat. In echter Reinheit. Nicht wie die Welt. Nicht nach links und nach rechts. Wie eine Fahne im Wind, sondern geradeaus mit Jesus. Ihm folgend, in seine Fußstapfen tretend, auf der Suche nach Heiligkeit, nach Reinheit. Wenn du jetzt hier bist und sagst, alles so, das hat mich so getroffen. Alle haben die Augen zu, kein Mensch guckt. Wenn du jetzt hier bist und sagst, alles, mich hat das so getroffen. Und ich habe so viel Mist gebaut. Ich bin vielleicht schon falsch abgebogen. Ich fühle mich nicht rein. Dann ist heute Tag der Wende. Dann ist heute der Tag der Wende. Dann ist heute der Tag, der alles verändert, in Jesu Namen. Alles, was ich von dir jetzt möchte, ist, dass du einen Schritt tust. Wenn du jetzt hier bist und sagst, hey, ich möchte auf die Suche gehen nach Reinheit, dann lade ich dich ein, dass du kurz deine Hand hebst und sie oben lässt. Keine Scham, Scham hat hier keinen Platz. Scham hat hier keinen Platz. Scham, oh, da sind noch so viele Leute, du solltest es auf jeden Fall tun. Scham hat hier keinen Platz. Jeder von uns ist ein gebrochenes Gefäß. Wir sehen nur heil aus. Yes, yes, yes. Okay, dann bete ich jetzt für jeden, der die Hand oben hatte. Dürft ihr gerne wieder runternehmen.
Warum ist es wichtig, dass du die Hand hebst? Weil es ist der erste Schritt zum Nachjagen ist. Ja, ich will. Darauf folgen weitere, aber damit beginnen wir. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Du bist derjenige, wo wir wissen, Selbstbeherrschung ist deine Frucht. Heiliger Geist, du bist der Wiederherstellende. Vater, du hast die Herzen gesehen der Menschen, die sie ihren Arm ausgestreckt haben und gesagt, ja, ich möchte. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt die Herzen dieser Menschen berührst, deiner Menschen berührst und Wiederherstellung gibst. So wie ein Knochen, der gebrochen war, wiederhergestellt wird, als wäre nie etwas geschehen. Und ich glaube, der Herr Gott kann Jungfräulichkeit zurückgeben. Weil für ihn ist nichts unmöglich. Und wir rufen Jungfräulichkeit zurück. Heiligkeit zurück. Reinheit zurück. O Vater, entbrenne in unseren Herzen ein Feuer für dich. Der aller echten Hingabe und Nachfolge. Wir wollen dir treu sein, du großer Gott. Wie im Ehepartner. Nicht nach links gucken, nicht nach rechts gucken, sondern wie kann ein Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er auf dich vertraut und auf dein Wort. Heiliger Geist, berühre jetzt unsere Herzen. Schau jetzt echte Reinheit in uns. Rechte Heilung. Ich sehe auch Heilung. Vielleicht ist sein Herz auch so viel mal gebrochen worden und du konntest nicht mal was dafür. Heiliger Geist, komm jetzt mit deiner heilenden Hand auch auf die gebrochenen Herzen. Vielleicht hast du so viel Ablehnung erfahren, dass du jetzt einfach jeden nehmen würdest. Heiliger Geist, ich spreche auch hier Heilung rein. Wiederherstellung rein. Zum Ursprung zurück. Jesus, wir lieben dich. Wir vertrauen auf dich. Denn wenn unser Verstand endet, wenn unser Wissen endet, wenn wir nicht weiter wissen und nicht weiter kommen, da findest du einen Weg, Heiliger Geist. Wenn es menschlich unmöglich ist, da findest du einen Weg, Heiliger Geist. Und Heiliger Geist, wir wollen deine Wunder sehen. Das sind die größten Wunder in uns, in unseren Herzen. Heiliger Geist, schütte jetzt Berufung aus. Vision aus, Heiliger Geist. Neues Feuer, Heiliger Geist. Euphorie, Heiliger Geist. Freude, deinen Wegen zu wandeln, Heiliger Geist. Wir lieben dich und wir ehren dich. Und wir freuen uns auf all das zu sehen, was du für uns vorbereitet hast. Auf gesunde Ehen, gesunde Familien. Auch wenn die Welt sagt, alles ist irgendwie Familie, Liebe ist alles. Gott ist Liebe und Familie ist nicht alles, sondern es gibt einen klaren Rahmen. Vater, wir möchten das der Welt präsentieren. Wie das aussieht, führe du uns dahin. Führe du uns dahin. Wir lieben dich und wir ehren dich. Und in Jesu Namen sagt die ganze Kirche, Amen. Amen. Come on. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben, davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teile sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.